Nächste Rednerin ist die ÖVP-Abgeordnete Maria Theresia Niss. Sie ist eigentlich Sprecherin ihrer Partei für Innovation und Digitalisierung. Vor allem aber liebe Frauen und liebe Mütter. Ich freue mich heute wirklich sehr, dass eine Forderung der Wirtschaft, der Sozialpartner, aber auch die mich lange Zeit in meiner Funktion als Vorsitzende der jungen Industrie begleitet hat, umgesetzt wird, nämlich wirklich mit voller Kraft in die Kinderbetreuung zu investieren, um den Kindern ab dem ersten Lebensjahr tatsächlich einen qualitätsvollen Kindergartenplatz zu ermöglichen. Die Ankündigung des Bundeskanzlers im Sommergespräch, 4,5 Milliarden Euro in qualitätsvolle, und ich betone hier wirklich qualitätsvolle, Kinderbetreuung zu investieren, ist ein Meilenstein. 50.000 Plätze sollen damit geschaffen werden. Wesentlich wird dabei aber das Wie sein. Wir brauchen zusätzliche Plätze, aber wir brauchen vor allem auch Plätze, die es Frauen ermöglichen, wieder in Vollzeit zu arbeiten. Denn die noch so gute Betreuung hilft mir nichts, wenn sie lediglich von 8 bis 12 Uhr geöffnet hat. Und deswegen ist, glaube ich, hier diese Investition auch in die Öffnungszeiten wesentlich. Aber daneben, und die Frau Ministerin hat es schon gesagt, ist natürlich die Qualität der Betreuung wirklich entscheidend. Die Gruppengröße, die Betreuungsschlüssel, die Qualifikation der Pädagogen und Pädagoginnen. Ich kann selbst sagen, alle meine Kinder waren ab dem ersten Lebensjahr in Betreuung. Und das habe ich natürlich nur getan, weil ich eine qualitätsvolle Kinderbetreuung gefunden habe. Das heißt aber natürlich, dass wir auch investieren müssen. Und das werden wir mit diesem Turbo auch tun. Mit diesen 4,5 Milliarden Euro kommen wir vor allem drei Zielen bedeutend näher. Einerseits die Unabhängigkeit von Frauen zu stärken und ihnen tatsächlich Wahlfreiheit zu ermöglichen. Zweitens im Kampf gegen den Fachkräftemangel eine wichtige Gruppe, nämlich die Frauen, zu mobilisieren. Und drittens, und das ist wichtig, in die Bildung von Kindern zu investieren. Aber der Reihe nach. Keine Frau soll mehr zu Hause bleiben müssen, weil sie keinen Betreuungsplatz hat. Denn wir wissen alle, welche Probleme das nach sich zieht. Mangelnde Karriereaufstiegsmöglichkeiten, fehlende Pensionszeiten, den Motherhood Pay Gap, Altersarmut. Hier müssen wir im Sinne der Gleichberechtigung wirklich investieren. Zweitens Fachkräfte. Wir wissen, es fehlen uns am Arbeitsmarkt 220.000 Arbeitskräfte. Und wenn wir wissen, dass wir mit diesen 4,5 Milliarden Euro 25.000 Frauen mobilisieren können, dann ist das natürlich ein Turbo für den Arbeitsmarkt. Und dann gibt es noch den wichtigen Aspekt der Bildung, der ein wesentlicher ist. Elementare Bildungseinrichtungen sind neben den Familien die erste Bildungseinrichtung. Und hiermit wird auch der Grundstein für den späteren Erfolg gelegt. Vor allem für sozial benachteiligte Kinder. Aber es rechnet sich auch volkswirtschaftlich. Jeder Euro, der in frühkindliche Bildung investiert wird, wird 8-mal gehebelt. Ein wahnsinniger Hebel durch höhere Beschäftigungsquoten, Steuerquoten und eine bessere Gesundheit. Ja, was wir brauchen, ist eine Pädagogen- und Pädagoginnen-Ausbildungsoffensive, denn wir werden 10.000 neue Pädagogen und Pädagoginnen und 5.000 Assistentinnen brauchen. Und natürlich geht es hier auch um die Bedingungen im Beruf. Das ist uns bewusst, aber hier liegt Arbeit vor uns, vor der wir uns aber auch nicht scheuen. Eines möchte ich zum Schluss noch erwähnen, und das sind die Betriebskindergärten. Viele Unternehmen sind hier schon in Vorleistung gegangen bzw. haben hier Kinderbetreuungsplätze geschaffen. Mein großer Dank an alle dafür. Und hier ist einerseits wichtig, die Bürokratie zu reduzieren. Es ist nicht notwendig, für 1 Meter große Kinder 3 Meter große Räume zu haben. Auf der anderen Seite aber auch ist hier das Entlastungspaket, das letzte Woche vorgestellt wurde, ganz entscheidend. Denn auch hier wird ganz viel für Familien getan. Beispielsweise, dass Arbeitgeber in Zukunft statt 1.000, 2.000 Euro an steuerfreiem Zuschuss gegeben werden. Das ist ein wichtiges Zeichen im Sinne der Familien. Und mein großer Dank auch dafür. Ich weiß, es liegt hier noch ein großes Stück vor uns, Stichwort Finanzausgleich, aber ich bin überzeugt, mit einem Schulterschluss und einem Kraftakt schaffen wir auch das. Denn wir wissen alle, und dessen sind sich wirklich alle bewusst, das ist eine Zukunftsinvestition, die sich noch dazu, und es gibt ja auch eine Studie der Eco Austria, die sich rechnet. Daher, wir agieren nach dem Motto, let's go, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.